zauberhaften guten Tag an all diejenigen Zuschauer, die jetzt eingeschaltet haben, die jetzt diese Folge gucken in Warand, in den Katakomben unter der Stadt Ugar. Ja, das ist, mit diesen ausländischen Namen komme ich nicht so ganz klar oder mit diesen Sachen, aber erst auch mal herzlichen Dank für die vielen Einträge und auch ein paar Leute, die mich abonniert haben, das soll auch so bleiben. Jetzt nochmal, in der letzten Folge hatte ich noch meine Paladin-Rüstung angehabt und jetzt habe ich mich mal eben schnell umgezogen und auch ein bisschen was gegessen. Die Truhe werde ich jetzt mal knacken, wie immer live. Und mir ist aufgefallen, dass sogar unter den Katakomben ich keine Hitzeresistenz habe. Klar, Paladin-Rüstung, aber eigentlich habe ich mir sowas kühler vorgestellt. Gut, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Klick, klack. Ich bin kein Linkshänder. Wieso schon? So was jetzt. Okay. Okay. Oh, das war aber eine kurze Kombo. Aber 50 Gold hat sie gebracht. Und eine Mana-Essenz. Das ist doch mal wieder klasse. Ja, jetzt sind wir nämlich hier. Und sind von hier oben gekommen. Und wir gucken wieder mal hier auf diese, die gefährlich sind. Das waren die Meuchelmörder. So, da war ja die. Ah ja, es muss noch ein bisschen reinrennen. Das wird die eine Mumie. Und ich höre wieder mal Gefährliches. Irgendwie hier in der Gegend. Jetzt schaue ich nochmal auf die Karte. Die Katakomben. Karte. Und befinden uns dort. Alles klar. Ah ja, richtig. Und das führte dann auch zu diesen Stopp, nicht so schnell, zu diesen Meuchelmördern da. Jetzt gehen wir mal. Aha, da unten kommen wir nicht weiter. Jetzt gehen wir mal genau gegenüber, würde ich sagen. Bin ich da nicht schon wahr? Hier hoch? Ne? Aha. Hier muss man ein bisschen klettern, ne? Ha. Gucken. Okay. Damit ich nicht irgendwie das falsche Gerät ziehe. Aha. Ich will ganz genau wissen, wo ich mich jetzt gerade aufhalte. Aha. Sieht aus wie so ein kleiner Raum. Okay, ich habe ja meine neutrale Assassinenrüstung an. Ja, so neutral ist sie auch wieder nicht, aber ich hoffe, dass ich hier mit. Mein Gott, ist das hier wieder verbaut? Oh, aber ein Kompliment an den Architekten. Und was haben wir hier? Ein Schalter. Den betätigen. Was ist denn das? Das ist ja ein Knast. Oh, hier kann man sogar rausgucken. Mann. Luft. Okay. Okay, wir sind hier so eine Art Knast. Und ich denke mal. Ah, da hängt wieder was. Hier kommen wir sogar rein. Aber hier haben wir auch so einen großen Ring. Aber den kenne ich ja noch aus anderen. Ah, das ist ein Zierring, ist das. So, jetzt befinden wir uns. Oh, Gomez. Gomez. Oh, 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 oh. Hallo, bist du der Kerkermeister? Ja, mein Name ist Gomez. Was willst du von mir? Darf ich mich in deinem Gefängnis etwas umschauen? Was? Da könnte ja jeder kommen. Nichts da. Du hast im Gefängnis nichts zu suchen. Merk dir das. Ich speichere mal ab. Ich rate allen anderen natürlich auch, nichts ins Gefängnis zu gehen, ne? Ach so. Jetzt kommt nichts mehr. Kann das sein? Oh, hier sind Gefangene. Hier ist zum Beispiel Pierre. Hallo, Pierre. Hallo. Hallo. Wer bist du? Mein Name ist Pierre. Und mit wem habe ich die Ehre? Mein Name ist Roland. Schön. Und was willst du hier? Die einen Gefangenen betrachten? Warum wurdest du eingesperrt? Weil ich etwas kann, was die Mächtigen hier in Ugar sehr interessiert. Und was ist das? Ich bin Büchsenmacher. Büchsenmacher? Das heißt, du stellst Musketen her? Genau so ist es. Dann hätte ich eine Bitte. Kannst du mir eine Muskete anfertigen? Wo? Etwa hier im Gefängnis? Du bist mir ein schöner Witzbold.
Und wenn ich dich befreien würde? Das wäre zwar sehr nett von dir, würde aber nicht viel ändern, da ich keine Werkstatt hier in Uga habe. Außerdem werde ich mich hüten, jemanden eine Muskete zu verkaufen, den ich überhaupt nicht kenne. Erst, wenn ich dich besser kenne, könnten wir darüber reden. Aha. Alles klar? Ja. Soll das ein Witz sein? Ich sitze im Knast, da ist gar nichts klar. Am besten lässt du mich einfach in Ruhe, du Spaßvogel. Ja, das war klar. Erinnert mich an eine alte Quest, die wir schon mal ganz, ganz früh hatten. Ich guck mal eben kurz nach. Und wenn wir hier unter aktuelle Missionen, jedenfalls bei mir, ganz unten, aktuelle Missionen, ganz unten hingehen. Ja, ganz unten, da steht der Büchsenmacher. Ja, und da ist dann natürlich eingetragen, dass ich da den Pierre getroffen habe. So, aber ist auch nicht in der Lage, das wissen wir, das kennen wir. Dann schauen wir nochmal, ob wir irgendwie noch woanders reinkommen oder noch jemanden anderen sehen. Da ist ein Bett zum Beispiel. Hier gibt es noch einen Kerker. Ach, hier geht's raus? Ja, jetzt seht ihr mich verwundert. Was ist das da? Also, man kommt über den Kerker auch in die Katakomben hinein. So. Dann gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Ach, die Musik fehlt. Ich mache sie mal eben an. Das ist jedes Mal so, wenn wir im Kerker sind. Ich weiß gar nicht, waren wir schon im Kerker? Hier haben wir schon einiges durchgesucht. Nee, haben wir nicht, weil hier gibt's lecker Ziegenmilch. Weiß nicht, noch nie Ziegenmilch gegessen. Oh, komm, es. Ja, mach, dass du wegkommst. Wegkommen oder ganz rausgehen? Ja, mach, dass du wegkommst. Okay. Der will also nicht, dass ich da rumschnüffel. So. Bin gespannt, was passiert, wenn ich mal hier den Hebel öffne. Hallo? Komm, ich. Ich habe da den Hebel geöffnet. Hey. Oh, du bist jetzt frei. Nein. Es wird nichts passieren. Okay. So. Schließen wir Pierre wieder ein. Okay, nochmal betätigen. Okay. Gut. Dann gucken wir uns nochmal also hier um. Was passiert, wenn ich hier mal den Hebel betätige? Geht auch auf. Hier irgend noch eine geheime Geschichte. Okay, das ist nur ein Zierring. Okay, und der Ordnung halber machen wir mal hier die Tür wieder zu. Ja. Wunderbar. So. Dann gehen wir wieder zurück. Also in die Katakomben und gucken mal weiter. Aber das werde ich dann überspringen, wenn ich wieder in der großen Halle bin. Ich dotze mir die ganze Zeit den Kopf an. Oh, da wären wir wieder. Gucken wir nochmal weiter. Waren wir hier unten schon? Da sind wir ja angefangen. Da waren wir hier schon. Nee, waren wir noch nicht. Weil uns hier eine Mumie in die Quere kommt. Vorsicht vor deren Pranken. Da kann ich echt nur warnen. Die sind zwar einfach zu... Alter Schwede. Die hätte echt gut gestrahlt. Okay, ja. Ist ja eine Giftmumie. Jetzt haben wir hier ein paar Bretter. Dann ist hier Elixier des Geistes. Das ist gut. Elixier des Geistes. Das heißt, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Geschick. Elixier, nenne ich Mana. Bonus für Mana 5. Super. Trinken. Oh. Und gespeichert. Und jetzt gucke ich mir noch mal genau an, wo wir uns befinden. Okidoki, jetzt gehen wir mal da rechts unten hin. Ja, Moment. Haben wir wieder den Sinn, den Drehsinn. Also da brauche ich nicht hin. Und da geht es, glaube ich, raus. So, hier. Ich muss 1000 Mal gucken, ich weiß das. Ja, da wollte ich auch hin. Genau da wollte ich hin. Ja, öfter mal. Dann
blöde Wüstenratte, die kann man am besten ganz schnell mit Pfeilen Bogen erledigen, weil die nämlich auch giftig sind. Nee, Wasserratte. Wüstenratte, okay, Wasserratten. Okay, weil da wo eine ist, sind noch mehr. Schau mal, hier wachsen Pilze. Na, schau mal, hier ist eine Höhle. Oh, ja. Das sind die Wasserratten, die ich meinte. Doch, aus, du ab. Mist, hätte ich mal vorher. Okay. Mensch, mach doch was. Ja, supi. Manchmal ist es echt knapp. Mach's immer gerne kurz vor knapp. Naja, was heißt kurz vor knapp? Nicht zu plündern. Erstmal was essen, ne? So, mal kurz zwischengespeichert, das System neu gestartet und was auch eingestellt an meinem Rechner, weil mir ist aufgefallen, ich habe irgendwelche Audio-Aussetzer. Und mal schauen, ob die jetzt hier, weil ich habe drei verschiedene Audiokarten und die habe ich aus dem Gerätemanager. Die eine, die benutze ich nie. Da habe ich eine, da, das machen wir mal wieder anders. Habe ich eine ganz ausgeschaltet, die in der Grafikkarte ist. So über der Grafik, also die Nvidia-Grafikkarte. Was wollte ich denn machen gerade eben? Genau, richtig. Ich wollte diesen blöden Geschwindigkeitsring mal wieder anlegen. Und, sorry. Oh, hä. Und die Wasserratte mal eliminieren. Genau, richtig. Bam, ba, bam, ba. Und da hinten sind noch jede Menge Speichern. Okay. Vielleicht wird das auch nichts. Wieso treffe ich keinen? Okay, da kommt noch eine. Die hat mich noch ein bisschen angebissen, aber das lässt sich verkraften. Da hinten scheint es irgendwie Licht am Ende des Tunnels zu geben. Und hier liegt ein Unwetter. Jetzt habe ich, glaube ich, noch zwei Unwetter über. Nagelkeule, Lederbeutel. Was ist hier? Windfaust. Ja, die habe ich einmal irgendwie ganz früher mal ausprobiert. Und schaut mal, wo wir sind. Hahaha. Wir gucken mal hier richtig schön über Barrand. Da sollte man noch mal gucken auf der Karte, wo wir da genau sind. So, Karte angepeilt, geguckt und da, wo Uga steht. Ich könnte das jetzt so machen. Ich könnte noch eine zweite Kamera hier auf dem Bildschirm richten, damit ich zeigen kann, wo ich mich befinde. Aber ihr wisst es. Also kann ich schön hier auf Uga gucken, beziehungsweise hier vom Abgrund aus. Aber bringt ja so nichts, aber mal wieder ein bisschen frische Luft geschnappt und jetzt gehen wir weiter und forsten mal weiter diese Katakombe, dieses lange Katakombenschiff ausforschen, das meine ich. So, die Karte nochmal gucken. Also, wir könnten links da diese Verschnörkelung gehen oder rechts da unten hin. Also, ich bleib mal da, wo ich jetzt bin und werde hier... Das hier die Verschnörkelung? Ja, das ist die Verschnörkelung, wobei ich nicht weiß, mir das doch bekannt vorkommt. Sorry, Leute. Wenn es... Abert. Ach nee, Moment. Ist das mit... Mit der Tür da oben, wo ich nicht reinkomme. Ja, das müsste es sein. Nee. Ne? Ist es nicht. Also. Jetzt. Ganz genau gucken. Ist hier ein Schalter? Hier kein Schalter. Können wir von hier aus einen Schalter sehen? Irgendwie, der da so rausragt. Nee, können wir nicht. Doch, da ist er. Okay, dann brauche ich hier gar nicht weiter gucken. Dann gehen wir mal den anderen Way, den anderen Weg. Der ja hier noch irgendwie sich abzweigte. Hier sind wir hochgekommen. Mal hier hin. In eine Kurve, Leute. Nein. Ooh.
Oh, nee, nicht abhauen. Ich wollte noch deinen Giftstachel ziehen. Giftstachel ziehen. Ja, Giftstachel ziehen bei der Mumie, die sich bewegt wie eine Marionette aus der Augsburger Pupskiste. Puppenkiste. Wieder eine Truhe. Ich werde mal wieder mal live aufschreiben, wenn ich den Zettel und einen Kuli habe. So, dann werden wir mal anfangen. Okay. Okay. Das war ja alles. 58 Dingsbums hier. Jolzstücke und 3 Erzbrocken. Perfekt. Habe ich schon abgespeichert? Ich glaube nicht. Das sollte ich mal jetzt machen. Oh. Das hat es natürlich ein bisschen Übergang gegeben. Ist das hier irgendwie so ein Zwischenraum, in dem ich runterspringen kann? Oder kommen wir da wieder lang? Ich glaube, da kommen wir wieder lang. Ne? Also zack. Hier ist ja das. Ach da, der hier ist es. Den haben wir gesehen. Ja. Hier ist ja die Mumie. Ach, hier ist die Mumie runtergefallen. Ja, wieso nicht? Da dein Schlängel da. Stachel. Ach so. Nochmal. Ah. Kann das sein, dass wir jetzt da rauskommen, wo wir schon mal waren? Kann das denn sein? Nee, kann ich nicht. Mist. Okay. Boah. Hat sich angehört, als würde eine Jeanshose zerreißen. So ein bisschen was gegessen und abgespeichert. Gucken wir mal weiter, wo eine Ratte Wasser ist. Ratte Wasser. Wasserratte. Mhm. Eisenzäge. Das ist echt der Brüller gewesen. Der Tabor. Wo ich ihm halt eben noch Proviant besorgen sollte. Abdallah? Hallo Abdallah? Wie geht's? Grüß dich. Hey du. Hallo, wen haben wir denn da? Stör mich nicht, ich hab zu tun. Da ist ja der Abdallah. Der will ja was ausheben. Den haben wir ja als Ableckungsmanöver da mal runtergeschickt, ne? Hallo, wen ha... Stör mich nicht. Okay. Okay, wenn du da hackst, dann versuche ich auch hier was zu finden. Nein, Abdallah hackt da. Ja, also wie eine Unkrautjäte hier. Auch gut, okay. Mal gucken, vielleicht haben wir hier... Da ist Abdallah. Ich guck mal eben auf die Karte. So, da ist er. Aha, da ist er also. So, dann machen wir einen Rechtsschlenker. Mal hier hin, dann geht es nämlich zu einem großen Rondell. Oder auch nicht. Das sieht nach Verlangen einer Fackel aus. ja. Mal schnell gucken, wo ist sie? Da ist sie. Das ist aber ein großes Gittertor. Was können wir denn da erkennen? Ah, die Meuchelmörder sind das nicht, beziehungsweise das ist ja ein anderer Ort. Aber das sieht sehr interessant da drin aus, würde ich mal sagen. Wobei ich wohl den Eindruck habe, dass wir hier wieder ganz genau gucken müssen. Mit Fackel. Mhm. Ich mal hier lang und gucke, ob man da irgendwie was erkennen kann, ob da was ist. Ja, ich spiele immer mit. Okay, da ist auch nichts zu erkennen. Und können wir als Flashwanze da eventuell runterkriechen? Ich glaube mal eher nicht. Oder? Es sieht nämlich nicht offensichtlich aus. Oder? Dadurch? Als Fleischwanze? Nee, passt bestimmt nicht. Ich probiere es mal aus. So, währenddessen habe ich auch ein bisschen hier die... Ach, Wüstenräuber sind das! Ah, gegrillte Fleischwanze. Das sind Wüstenräuber, okay. Da haben die also sozusagen ihr... Nee, ich komme nicht durch. Nee, das wird nichts. Okay, das wird nichts. Ja, dann muss ich mal wieder neu einladen. Gucken wir mal gleich nach heute Katakomben. Genau, okay. Aber da gibt es auch noch einen Außenzugang.
So wie ich das mitkriege. Ja, dann darf ich mich wieder zum Rückweg gesellen. Ich war... Da ist ja der... Schade. Oder soll ich ihn umnieten? Soll ich das mal probieren? Nee, oder? Oder ich muss mal erstmal ins Log gucken. Vielleicht gibt es ja einen Eintrag da. Schatzsuche in den Katakomben. Ja, Abdallah sucht den Katakomben. Moment mal, ich habe zwar keine Karte über den Standort des Schatzes, aber vielleicht erwische ich Abdallah dabei, wenn er diesen haben will, geben will. Ja, und dann? So, ich habe abgespeichert und jetzt versuche ich ihn mal in Poppes zu hauen. Das scheint wohl zu klappen. Oh, gleich eine Stufe gestiegen. Abdallah ist in der Mauer verschwunden. Schau mal, eine Spitzhacke, Mana-Essenz und Schatzkarte Katakomben. Aha, was haben wir da noch? Und eine Hacke, ja. Das ist Unkraut jed Hacke. So, dann nehmen wir sein Assassinenschwert. Abdallah ist nur bewusstlos, ein Glück. Oh ja. Und mal gucken, was er sagt. Na, Abdallah? Oh, das kannst du nicht mehr hacken. Mein Schädel. So, gut. Er holt eine neue Hacke. Hey du. Zauberspruch. Mit miesen Schlägern rede ich nicht. Mit miesen Reden schlägert er nicht. Wo oder wo würde ich mal anders vermiesen? Und zwar gucken, ob wir ihn hier vergessen lassen können. Ups. War doch der Vergessenspruch, ne? Ja, gut. Dann wir mal hier wieder unsere Fackel aufheben. Abdallah nochmal ansprechen. Hey. Hallo. Hallo, wen haben wir denn da? Stör mich nicht. Ja, er hat zu tun. Okay, jetzt sind wir wieder auf dem Stand wie zuvor. Okay, das habe ich jetzt nur sicherheitshalber so gemacht. Na, ich muss mal wieder mal diesen blöden Ring ab und an und überhaupt. Nee, der war weiter oben. Merke ich mir das endlich. Zip. Ja. Die dunklen Katakomben von Uga. Was ist denn das? Hier ist noch ein seitlicher Zugang. Moment mal, auf die Karte gucken. Oh, Moment mal, hatten wir da hinten auch schon... Okay, dann gehen wir mal hier runter. You found a secret place. Ja, das erinnert mich an uralte, wie heißen die Ego-Shooter-Teile? Gibt's nicht mehr? You found a secret place. No frags left. Zup, zup, zup. Okay. Das war also der eine Arm. Dann gucken wir mal, ob es noch so einen anderen Arm gab. Ob ich in die richtige Richtung... Jetzt gehe ich wieder zurück. Top. Nee, das war doch hier. Das ist doch hier der Arm, wo Abdallah... Ich muss mich vergewissern, liebe Leute. Da, wo Abdallah doch hier harkt. Richtig, das ist der Arm. Okay, ich wollte nur sicher gehen, ne? So, dann gehen wir mal wieder zurück. Secret Place haben wir ja jetzt geholt. Den Bonus. Schade, müsste eigentlich hier angezeigt werden, aber es ist ja kein Ego-Shooter. Es ist ein Rollenspiel, ein sehr schönes, eine Modifikation. Eine sehr schöne und gute Modifikation. Jetzt sind wir wieder hier in der großen Halle. Ich habe mal auf der Karte genau mal mir mal die Farben betrachtet. Und das erinnert mich an ein uraltes, rundenbasiertes Spiel. Age of Wonders zum Beispiel. Da wurden die Erdschichten nämlich auch in verschiedenen Farben dargestellt. Also rot ist jetzt die Ebene. Dann gibt es noch ein helleres Rot und dann gibt es ein Braun und ein Dunkelbraun. Und das Dunkelbraune da, das ist natürlich die tiefere Ebene. Und ich befinde mich jetzt direkt vor einer, hier vor diesem Rundell und gucke nochmal, ob ich hier, da geht es nur hoch. Geht es nur hoch. Und ich weiß, hier oben waren wir schon. Ich glaube, das war das, wo gequatscht worden ist und wo die Tür war. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache mal eben einen Abstecher dahin. Und meld mich wieder. So. Das ist eine Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Die kriege ich nicht auf. Werde ich mal hier versuchen, mal so ein bisschen durch die Wand zu lunzen. Nee, geht so nicht.
Nee, das ist schade. Hätte man mal gucken können. Ja, dann heißt es rund. Also das ist schon mal eine Tür, die kriegen wir nicht auf. Und ich weiß, da war noch eine. Da war oben aber der Spalt etwas größer. Und dahinter konnte man ein Regal erkennen. Weil in einer... Ja, und überhaupt, wo komme ich denn zur Gruft hin? Ich glaube, ich war hier noch nicht. Na? Du machst das ganz akribisch. Ja, ich muss doch genau gucken, wo wir hier hinkommen. Aha. Dann wollen wir mal hier über die Leiter gehen. Oder ist auf der anderen Seite auch noch was? Nein, da ist... Das ist hoch. So, komm bitte. Geh doch mal hoch. Mit Fackel. Schön. What? Oh oh, hier haben wir ein Alchemietisch. Nee. Ha. Ein Räumchen. Buch des Wissens. Schön. Haben wir wieder Erfahrungspunkte gesammelt. Gibt es noch was? Nee, hochspringen kann ich nicht. Du und deine Fackel. Muss dann immer hier schön schleichen. Wasserfass. Hier haben wir ein Herd. Hier haben wir Tomaten. Kräftig und saftig. Banane. Richtig. Ich muss das Tomatenrezept haben und ich muss auch ein Bananenkompottrezept haben. Ich meine, sowas gibt's. Und hier haben wir eine Werkbank. Ja, herrlichst. Und eine Truhe und noch jede Menge Bergkristalle. Trank der Geschwindigkeit. Ja, Elixier der Heilung. Wessen Raum ist das? Das würde mich mal interessieren. Ah, ja, klar. Und wo ich jetzt gerade die Werkbank sehe, in einer Folge habe ich gezeigt, dass ich meine Assassinenkleidung nicht verstärken kann. Hat denn da schon jemand was dazu geschrieben? Das wird wahrscheinlich noch der Fall werden, weil ich es noch nicht hochgeladen habe. Gucken wir mal, was hier steht. Geschicklichkeit plus 3. Umgang mit der Muskete. Aha. Der Umgang mit der Muskete erfordert vor allem Geschick und ein gutes Auge. Geschick, da man beim Schießen eine Schnelligkeit entwickeln muss, um auch bewegliche Ziele zu treffen. Das von mir entwickelte Gewehr, von mir, ach, dann sind wir hier beim, Gomez, ne? Wird sicherlich auf Skepsis stoßen, doch wird man schon bald erkennen, dass die hierfür verwendeten Kugeln viel schneller verwendet werden. Was? Können als Pfeile und Bolzen. Pierre, ach nee, Pierre war's. Sorry, Pierre, der Büchsenmacher. Herrlich, herrlich, herrlich. Also sind wir hier beim Pierre, in den Räumlichkeiten von Pierre. Dann werden wir nochmal in den Räumlichkeiten von Pierre mal seine Truhe entpierren. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also, Werkbank. Da muss ich mal überlegen, was kann ich denn noch an der Werkbank machen? Ja, muss ich mal eben gucken, Pfeile bearbeiten. Vielleicht kann ich ja noch ein paar Feuerpfeile herstellen. Ja, habe ich sogar gemacht. Schön. Dann gucke ich mal weiter, was man noch so herstellen kann. Nochmal 100 Feuerpfeile. Ne, ich kann noch keine Sprengpfeile herstellen. Leider, leider, leider. Sollte ich mal mit dem Schwefel ein bisschen haushalten. Ich guck mal, was kann ich noch machen. Bolzen, Salzbrocken zerkleinern. Machen wir mal. Wie viele kann ich? Ein Salzstein bearbeiten. Okay. Mehr nicht. Das ist bestimmt zum Verkochen natürlich. Dann sind wir also jetzt hier in Piers Haus. Aber ich kann mal so nebenbei ein bisschen noch was braten. Und zwar für alles Fleischbraten. 9,93. Ja, richtig. Immer so als für kleinen Snack zwischendurch. Aber nichts für Vegetarier und Veganer. Oh yeah. Ach, das geht auch. Okay, machen wir das mal so. Upsi, Daisy, sorry. Die Kamera wusste nicht, wohin sie sich platzieren sollte. Und in diese Richtung geht's weiter. Abgespeichert ist. Okay, jetzt geht's ein bisschen hoch. Mal gucken, wie hoch es geht. Jetzt gucke ich nochmal auf der Karte, ob sich da die Farbe geändert hat. Also wir kommen hier auch wieder irgendwo raus, ne? Mal genau gucken, ob ein Schalterchen irgendwo noch woher hinterher ist. Vielleicht ist es ja auch die Fackel als Schalter. Ja, diese Fackel als Schalter, nee, das würde auffallen. Und wenigstens im Detail ein bisschen. Da ist der Schalter. Aber das ist ja zu weit entfernt. Große Frage.
Wir befinden uns sozusagen unter dem Ziegenhains da, unter dem Ziegen. Ja, unter den Ziegen. Unter der Ziegenweide. Jetzt muss ich echt überlegen, wie ich da weiterkommen kann. Aber in der nächsten Folge werden wir das herausfinden, beziehungsweise ich mit eurer Hilfe auch in den Kommentaren, die dann hoffentlich kommen, wofür ich mich jetzt schon bedanke, mit einem kleinen Daumen belegt, in der nächsten Folge uns angucken könnten und werden, hoffe ich. Ich sag tschüss. Tschüssi.